Seid ihr bereit, Leute? Wir gehen auf Shopping-Tour, aber erstmal... Yo, Boxers, was geht ab? Hier ist wieder Freshbox! Folgendes Problem, ja? Wir haben einen Trip-Trap, den von meiner Frau, der ist 30 Jahre alt, da hat sie schon als Kind drauf gesessen. Aber ich bekomme Zwillinge, deswegen benötigen wir noch einen zweiten Trip-Trap. Trip-Traps sind sauteuer, deswegen habe ich einen bei Kleinanzeigen geschossen. Außerdem noch so ein Mobile, weißt du so, was man... Ah, nicht zu viel verraten. Ich möchte überrascht werden. Ich möchte selbst überrascht werden, dann sagen, was ich davon halte, ob du irgendeinen Scheiß gekauft hast. Und ihr werdet dann auch überrascht. Oh, wir gehen auf Shopping-Tour. Ja. Und am Ende gibt es noch einen Trip-Trap-Life-Hack von mir. Yeah. Alrighty, wir sind on the run. Wir fahren gerade in Frankfurt, so die Villengegend. Warst du schon mal da? Nee. Was soll ich in der Villengegend? Weißt du, ich wohne dort nicht, ich kenne dort keinen. Weißt du, warum wir da hinfahren? Nein. Das ist der Tipp, mein Tipp, vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich versuche immer, ich gucke immer mal so nach Sachen in so Rich-Gegenden, weißt du, in so Posh-Gegenden. Warum? Weil ich bilde mir ein, dass die Sachen von den Leuten, die du da kaufst, einfach so in so Tip-Top-Zustand sind. Die sind, glaube ich, die nutzen die Sachen ganz kurz. Ach so. Und verkaufen das dann schon, weil die halt zu viel Geld haben und dann was Neues kaufen. Ach so. Und wir arme Schlucker können dann Schnappi machen, weißt du? Das ist eigentlich ziemlich clever. Zweiter Tipp, Aha. Wenn du günstig kaufen willst, dann musst du ein bisschen weiter rausfahren. Also dann kaufst du nicht in Frankfurt, dann fährst du so hinter Wiesbaden, Taunusstein. Da wird es viel, viel günstiger. Land. Ja. Villen, wir kommen! Hier links. Wenn die Leute so ein Auto vor der Tür haben, dann verkaufen die geile Sachen, Leute. In dieser Villa war Leo nicht, sondern... Kann es sein, dass du das einzige Nicht-Bonzenhaus hier in diesem ganzen Viertel erwischt hast? Okay. Zeig, was du gekauft hast. Ein Mobile. Das ist das Mobile. Das ist Ober... Och, wie ich gesagt habe, guck mal, wie gut das ein Schuss ist. Ja. Es hat nicht einen einzigen Kratzer, ey. Wie krass ist das? Was steht da drauf? Ach, Sterntaler, ja, das kenne ich auch. Da ist das gut? Einige Sachen zu Hause, ja, die mal. Hat tatsächlich viele, die Frau gekauft. Gute Kindersachen. Ich hole nur ab. Sehr gut. Und was hast du bezahlt dafür? 15 Euro. Ja, 15 finde ich okay. Diese Mobilis sind teilweise sauteuer. Und das ist halt wirklich wie neu. Dann weiter. Digga. Wo sind wir hier? Bel Air oder was? Guck mal. Happy Dad! Nice, Trip-Trap. Ist da noch der Bon dran oder was? Bon. Nie benutzt. Ja. Nie benutzt. Aber neuer Trip-Trap statt 200, 150. Okay. Unbenutzt hast du gesagt? Unbenutzt. Nie aufgebaut. Der Karton ist neu. Ah, das ist mega. 50 Euro gespart. Ich mach wahrscheinlich den Karton jetzt hier beim Einladen kaputter, als er vorher war. Ja. Guck mal, wenn du die Pfandflaschen hier noch zurückgibst. Dann Plus gemacht. Machst du ja quasi noch ein Plus. Bevor wir losfahren, ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Mhm. Hier gerade vom Kauf, ne, beim Trip-Trap. War ich komisch oder war er komisch? Was kommt ich meine, das war so ein junger Dude, so, ja? Aha. Und ich kam rein, wir waren direkt auf Wellenlänge. Aha. Und haben so ein bisschen so, ja, geschnackt, dies, das. Und ich dachte, er hätte auch Zwillinge gehabt, ja, weil er hat die ganze Zeit von seinen Jungs geredet. Okay. So. Und dann sagte ich, ja, wir sind so ein bisschen aufgeregt, man weiß ja nicht, auf was man sich einlässt. Und er, ja, dann komm doch hoch, willst du es dir mal angucken? So. Und okay. Ich so, ja, klar, los. Ja? Und bin halt schon so auf ihn zugegangen, weißt du? Weil ich dachte, er will mir seine Kinder zeigen, seine Zwillinge, so. Wollte er aber gar nicht, er blieb so stehen, guckte mich nur so ganz seltsam an. Und wirklich, also, das war so ein ganz seltsamer Moment, weißt du? Und ich habe dann noch so nachgefragt, weil ich dachte weiterhin, er will mir seine Kinder zeigen und ja. So. Ja, wo sind die denn? Sind die oben oder was? Und er so, ja, nee, also die putzen gerade Zähne, das ist gerade nicht so gut. Und in dem Moment habe ich mich dann gefühlt, wie als wäre ich so ein Schwerverbrecher, weißt du, der irgendwas mit den Kindern machen will. Er hat doch angeboten, dass ich die Kinder mir angucken kann. Wahrscheinlich ist er jetzt gerade bei seiner Frau drin und sagt so, ey, da war ein Typ, ja, der kam rein wie so ein Assi und wollte die Kinder sehen. Er hat angeboten, dass er mir die Kinder zeigt. Der hat so gemacht, als will er einen Trip-Trap kaufen, aber der wollte meine Kinder beim Zähneputzen sehen. Wenn dir jemand anbietet, dass du die Kinder angucken kannst, dann sagst du doch nicht, nee, kein Bock. Dann sagst du, ja, okay, komm, zeig mir mal das Haus. Schön. Also. Wer war komisch? Ich enthalte mich. Okay? Wer war komisch? Eine Sache habe ich noch. Los, lass uns weiterfahren. Ich habe noch eine Sache, eine ganz kleine Sache, die wir noch abholen müssen. Dieser Adler? Das sah doch mega scheiße aus, oder? Ich bin sehr gespannt. Nicht ganz so schön hier, aber es ist auch nur eine ganz kleine Sache. Okay. Wollte die Frau unbedingt haben. Hat man gerade Arschritze gesehen? Da schaue ich nicht drauf. Ich habe geguckt, ob die Kameraeinstellungen passen. Ich hab, oh, hast noch die Tür in Mercedes gerammt. Schaut mal, das hier ist ein werdender Daddy. Was hat er denn jetzt gekauft? Was
ist das? Da bin ich. Also was Kleines. Das ist eine Wickelunterlage to go. Okay. Von Winnie Pooh. Winnie Pooh? Ja. Schon relativ mitgenommen, aber meine Frau liebt alles mit Winnie Pooh, von daher. Traue ich mich kaum was zu sagen, aber. Hm? Echt eine Wickelunterlage das hat 3 gebraucht? 3 Euro gekostet. Ja, aber da würde ich doch nicht extra durch die Stadt fahren, um sowas zu kaufen. Ich weiß nicht. Das ist dein Sprit. Das stimmt. Yes. Aber egal. Abgeholt, selber geholt. Ich muss ja sagen, ich finde, das ist der Vorteil, wenn du die Sachen einfach an der Haustür abholst, weil dieses Versenden, Secondhand, eBay-Kleinanzeigen mit Paketen, mit Briefumschlägen, das ist super nervig. Ich habe einmal erlebt, dass ich was verkauft habe und der Versand war dann letztendlich 30 Cent günstiger als das, was ich angegeben habe. Okay. Das heißt, die andere Person hat doch einen kleineren Umschlag. Richtig, so. Und dann so netterweise gefragt, willst du die 30 Cent zurückhaben? Und die Person, ja. Und dann 30 Cent per PayPal zurücküberwiesen. Nicht, dass noch eine, ja den noch eine schlechte Bewertung kommt. Wer macht denn sowas, ey? Wir haben keine geile Transition gemacht. Egal, schneiden wir einfach so dran. Und zwar wollten wir, oder ich, euch ja noch zeigen, was für einen krassen Lifehack ich habe für den Trip-Trap. Problem, viele kennen dieses Problem wahrscheinlich. Der Trip-Trap vor 2003, den meine Frau schon als Kind hatte, ja, der ist nicht mehr kompatibel mit den aktuellen Newborn-Aufsätzen und diesem Baby-Aufsatz. Ich zeige euch, was das Problem ist. Hier wird er eingerastet. Nimm mal eine Kamera von Hand. Das hier ist der Trip-Trap. Genau. Und das hier sind die alten Rückenlehnen, die damit kamen, ja? Ja. Problem, diese Rückenlehne haben sie nach 2003 schmaler gemacht. Also ja. Vorher war die so breit. Und das hat zur Folge, dass du diesen Newborn-Aufsatz nicht einklemmen kannst, weil ja. Das ist zu breit und dann schnappt das nicht ein. Jetzt kommt der Lifehack. Jetzt wird's nämlich spannend. Leute, Leon hat... Das findet ihr nirgendwo, wirklich. Das findet ihr nirgendwo im Internet. Ich habe jetzt einfach mal getestet, ob man nicht von dem neuen Trip-Trap, den wir gerade gekauft haben, die Rückenlehne nehmen kann. Man kann die Rückenlehne nämlich auch nachkaufen bei Trip-Trap. Mhm. Ist dann genau diese hier. Und da reinmachen kann. So, und das ist das, was jetzt hier schon zu sehen ist. Das heißt, du hast einfach die zwei neuen Rückenteile da reingebaut. Guck mal, ihr seht es hier. Geht. Schau mal hier. Ja. Da seht ihr die alten... haben das hier komplett ausgefüllt, die waren also ein bisschen breiter. Ja. Die hier sind schmaler. So, tut aber nichts zur Funktion. Ja, also die sind genauso standfest wie vorher. Nur könnt ihr jetzt diesen Newborn-Aufsatz ganz easy peasy hier drauf schnappen. Und ist es fest? Ey, super fest. Das ist ja sogar hier mit der Sicherung und sowas. Richtig, richtig. Krass. Das heißt aber nur nochmal zum Verständnis, natürlich musst du jetzt keinen komplett neuen Trip-Trap kaufen, sondern... 19 Euro kostet eine Rückenlehne auf der Trip-Trap-Stocke-Seite selbst. Steht nicht dabei, dass man den auch benutzen kann für die alten Trip-Traps. Könnt ihr aber! Ja, ich weiß, warum das da nicht draufsteht, weil die da keinen Bock drauf haben. Das ist nämlich jeder unbewusst. Euro kostet halt mehr Geld. Richtig. Und ich meine, diese alten, wie alt ist dieser jetzt hier? 30 Jahre hast du gesagt. Die halten halt einfach ewig. Ja. Geile Sache, geiler Tipp. Danke, Leon. Mehr geile Videos findet ihr übrigens hier unten. Checkt mal zum Beispiel aus. Sucht euch was aus. Wir blenden es ein.